Jean Paul, geboren 1763 in Wunsiedel, ist für viele einer der anstrengendsten deutschen Dichter. Für viele andere ist er aber auch diese Anstrengungen wert. 2013 wäre er 250 Jahre alt geworden. Und das ist sicher ein guter Grund, dem berühmten Sohn der Festspielstadt Wunsiedel ein landesweites Jean-Paul-Jahr zu widmen. In Wunsiedel wurde nun eines der Projekte vorgestellt, mit denen das Jean-Paul-Jahr begangen werden soll. Ja, es ist im letzten Jahr der Gedanke aufgekommen, man könnte den Raum, in dem Jean Paul, ich würde sagen mit 95%iger Sicherheit, auf die Welt gekommen ist, wieder als Geburtsstätte und als Gedenkstätte herrichten. Und wir sind momentan dabei, den Raum baulich in den Zustand zurückzuversetzen, wie er vor etwa 250 Jahren ausgesehen hat. Dazu werden beispielsweise Fenster mit Sprossen eingebaut. Es wird wieder eine Türe in barocker Form eingebaut. Es wird die Kehlung zwischen Wand und Decke hergestellt. Es wird einen Holzfußboden geben anstelle des bisherigen Betonfußbodens. Der Raum selber wird nur ganz sparsam möbliert. Originalmöbel gibt es natürlich nicht. Die sind damals ja bei den Umzügen mitgenommen worden und später dann vernichtet worden. Und der Denkmalschutz besteht darauf, dass man auch keine anderen alten Möbel hier reinstellen darf, sondern dass man hier mit neuen Möbeln arbeiten muss, die allerdings die alten barocken Formen haben. Es wird also in diesem Raum ein Bett und ein Schrank gestellt werden. Das wird die einzige Möblierung sein. Ganz wesentlich wird aber ein großer Bildschirm sein, in dem man dann verschiedene kurze Filme, die sich auf Jean Paul beziehen, dann sich ansehen kann und dann sich hier auch zum Teil hinsetzen kann oder auch im Stehenden sehen kann. Es wird eine in der Größenordnung von 10 bis 15 solche Filme geben. Da sind wir momentan dabei in Zusammenarbeit mit verschiedensten Einrichtungen, die hier dann entsprechende Filme darstellen. In Wunsiedel gibt es auch noch einige Gebäude, die an Jean Pauls Kindheit erinnern, wie Dr. Seiser weiß. Ja, auf die Jean-Paul-Zeit erinnern die Gebäude an der Ostseite des Platzes und an der Nordseite. Das Geburtshaus war eines der drei Lehrerhäuser, die nach dem Stadtbrand von 1731 errichtet wurden. Und gleich nördlich dieser drei Lehrerhäuser, heute ist das evangelisches Gemeindehaus, diese drei Häuser sind so zusammengefasst, nördlich davon die alte Lateinschule oder das alte Lyzeum, in dem auch der Vater Jean-Pauls unterrichtet hat. Übrigens war der Vater Jean-Pauls schon als Schüler hier in diesem Gebäude gewesen, beherrschend am Platz die große evangelische Stadtpfarrkirche, die nach dem Brand von 1731 in größerer Form wieder aufgebaut wurde. Hier hat auch der Vater Jean Pauls zum Teil als Organist gewirkt und wie wir wissen, hat er auch längere Zeit bereits als Pfarrer hier ausgeholfen und war hier als Pfarrer tätig gewesen. Doch nicht nur Gebäude werden im Jean Paul-Jahr von Interesse sein. Ein vielfältiges Programm ist geplant. Weil die Wunsiedler Schulen vorhaben, hier auch auf Jean Paul hinzuweisen und auch den Platz entsprechend zu dekorieren und zu gestalten, sodass ich sicher bin, dass es hier dann sich auf jeden Fall lohnen wird, im nächsten Jahr das Jean Paul Geburtszimmer zu besuchen. Natürlich auch das Fichtelgebirgsmuseum, in dem sich ja auch ein Jean Paul Raum befindet. Und im nächsten Jahr ist eine große Ausstellung geplant, Jean Paul und die Frauen. Eine Ausstellung, die in mehreren Räumen zu sehen sein wird, sodass also hier dann mit Sicherheit sehr viel auf Jean Paul hingewiesen wird und sehr viele Attraktionen sind, dass es sich auch lohnt, den Jean Paul Weg, der ja von Joditz über Hof, Schwarzenbach, Saale, Waldstein, Weißenstadt nach Wunsiedel führt und dann weiter über Bad Alexandersbad, die Luisenburg, schließlich über Bad Berneck bis Bayreuth und inzwischen ist er ja weiter verlängert worden bis Saint-Paré, sodass man hier auch dann 4 oder 5 Tage, wenn man will, dann auch unterwegs sein kann. Im Übrigen, ich habe eine ganze Reihe von Journalisten bisher schon hier begrüßen können, die auch auf dem Jean Paul Weg gewandert sind und diesen Weg abgewandert sind und so auf der dritten Tagesetappe dann nach Wunsiedel kamen und dann bis Bayreuth oder noch weiter dann auf dem Weg gegangen sind. Auch das ist eine zusätzliche Attraktion für das Fichtelgebirge, dass wir mit dem Jean-Paul-Weg eben doch diesen langen und wunderschönen Weg dann haben, der viele Tafeln und Informationen auch bietet.